einfach mal mittendrin eine Pause machen, einen Spaziergang einlegen, sich vom Papa weitertragen lassen oder ganz provokant die Richtung ändern. Alles möglich beim Trilli-Spendenlauf im Nordpark. Auf der 500 Meter Laufstrecke findet jeder sein Tempo und seinen Stil. Vom Opa über Mama und Papa bis hin zu den Kindern der trilingualen Kita. Und auch mit dabei FCM-Legende Marius Sowislo. Aus dem Grund, dass meine Tochter bei der trilingualen Kita zu Hause ist, also da ist sie natürlich als Kind gut aufgehoben und so war natürlich sehr naheliegend, dass man vielleicht gemeinsam etwas auf die Beine stellt und die hatten dieses Jahr ein Motto, Stiftung verbindet und da ich ja Stiftungsbotschafter der Mitteldeutschen Kinderkrebsforschung bin, hat sich so die Kombination da herauskristallisiert, dass man gemeinsam einen Spendenlauf auf die Beine stellt für die Kita und für die Mitteldeutsche Kinderkrebsforschung. Das Spendenkonzept vom trilingualen Lauf ist ganz einfach. Entweder es wird ein beliebiger Pauschalbetrag gespendet. Oder Oma spendet für dich für jede gelaufene Runde 5 Euro. Und wenn du dann 10 Runden läufst, haben wir am Ende eine Summe von 50 Euro. Und während ein Teil davon an die Kinderkrebsforschung geht, soll der andere Teil gut in die Einrichtung der trilingualen Kindertagesstätte investiert werden. Vor allem, da die Kita erst im letzten Jahr in ein neues großes Haus gezogen ist. Und da fehlt noch so einiges. Im Krippenbereich, da ist im Grunde genommen noch nicht viel passiert. Da haben wir einen großen Sandkasten und wir haben eine große Fläche mit Holzhackschnitzel und da fehlt uns noch ein Spielgerät. Auf der Seite des Kindergartens gibt es schon Spielgeräte, da gibt es schon einen großen Hügel, da gibt es eine Röhre. Und wir sind ja jetzt gerade dabei, so ein Beteiligungsprojekt zu machen, also Kinder zu beteiligen. Wie stellen sie sich ihren Spielplatz vor? Und da können wir natürlich erstmal die Ideen der Kinder noch mit einbringen und dann müssen wir gucken, was wir dafür Gelder brauchen. Schöne Idee, die Kinder einfach mit in die Planung einbeziehen. Denn wer, wenn nicht sie, soll schon ganz genau wissen, was noch in die Kita gehört, um sich wohlzufühlen. Und keine Frage, die Trilli-Kids haben Ideen. Eine Rutsche, beim Hochgehen soll das gelb aussehen. Und da, wo man runterrutscht, soll rot. Und das Restliche und der Boden, wo man dann drauf geht, soll dann schwarz sein. Ein Klettergerüst, da sind so welche Schaukeln dran und da ist noch eine Rutsche. Eine Rolltange, eine Rutsche, eine andere Rutsche. So, dass man so hochklettern kann, dann ist da so eine Rutsche und da kann man auch sich so, gibt auch so Stangenrutschen. Eine große Unterstützung für die Spendensammlung stellt auch das gewählte Elternkuratorium sowie der Förderverein dar. Statt alles auf den Lauf und seine Einnahmen zu setzen, wenden sich beide Instanzen lieber an die geschmacklichen Bedürfnisse der potenziellen Spender. Wir betreuen heute den Kuchenbasar für die Trilli und haben Kuchenspenden eingesammelt, um jetzt ein bisschen Spenden für die Kita noch sammeln zu können zusätzlich. Ja, und wir versuchen mit dem Kuratorium immer mal neue Sachen zu machen. Ob das einfach Elternausflüge sind mit den Kindern zusammen oder wie gesagt Kuchenbasar, welches Geld denn der Kita zugutekommt, um irgendwas zu finanzieren, was gerade noch so gebraucht wird. Der Förderverein ist wichtig, um schnell Projekte unterstützen zu können. Zum Beispiel das letzte Projekt, was wir unterstützt haben in der Trilli, ist das Hochbeet. Der Vorteil bei uns ist, man stellt einen ganz einfachen Antrag und wir stimmen ab und dann wird das Geld bewilligt oder auch die Unternehmen, die Sachmittel spenden, wie zum Beispiel Materialien, können hier bei uns eine Spendenquittung erwerben, ohne großen Aufwand.
Während die einen heute so ehrgeizig und motiviert sind, auf ihre 40 bis 50 Runden zu kommen, um eine große Summe je gelaufener Runde zu erzielen, ist es für die anderen wie Marius sowieso eine Herzenssache, einfach dabei zu sein. Jeder war selber mein Kind oder mittlerweile hat man auch selber Kinder. Und da ist es natürlich naheliegend, dass man versucht, dass es den Kindern gut geht. Und das ist ein sehr emotionales Thema. Kein Kind hat es verdient, sag ich mal, mit Krebs irgendwie in Berührung zu kommen. Und da will ich natürlich helfen, vielleicht die Reichweite der Stiftung zu erhöhen, damit halt sehr viele aufmerksam gemacht werden und so ihren Teil dazu beitragen, dass jedes Kind, das am Krebs erkrankt ist, auch die Chance hat zu überleben. Jeder, der das Projekt rund um die Kinderkrebsforschung und den Ausbau der trilingualen Kita mit unterstützen möchte, ist natürlich herzlichst willkommen. Spendenbeiträge können auf das eingeblendete Konto überwiesen werden.